Ich werde mal gucken, was es bringt, den Banner zu benutzen. Ob das irgendwie einen coolen Effekt hat oder nicht. Wo ist er denn? Da! Was steht da nochmal? Außerhalb des Haupttores hochhalten um... Ach! Also sprich, wir müssen erstmal nach da. Wir müssen raus. Kurz nochmal am Lagerfeuer chillen und dann rein. So. Da muss natürlich die Frame erstmal laden. Ja, schöner Ausblick. Aber ich glaube, jetzt müssten wir eigentlich das Ding hochhalten, oder? Benutzen. Außerhalb des Tores hochhalten, um Geleit zu bekommen. Ach, hier, Banner hochhalten. Da. Moment, da gehe ich mal einen kleinen Abstand. Banner hochhalten. Ja, was ist das denn für eine Taste? E. Nein. Scheiße. Ach so, eh was. Oh, what the fuck is this? Ach, das ist das Viech aus dem ersten... Nein. Das sind keine Viecher aus dem ersten Teil. Doch, das sind die Viecher aus dem ersten Teil, die so einen nehmen und dann irgendwo hinschmeißen. Ich würde jetzt lachen, wenn sie mich genau in die Stelle bringen, wie sie mich in den ersten Dark Souls gebracht haben. Das wäre lustig. Ja, da würde ich auch lachen. Ne, gar nicht. Wo bin ich denn hier jetzt? Untotensiedlung. Ach! Das ist da, wo dieser Typ herkommt, den wir da kennengelernt haben. Den er uns... wo er uns da erzählt hat. Aber da war doch eine Quest, dass ich am Fuße von Dingensbums... Oh, what the fuck. Dass ich am Fuße der untoten Mauern oder was auch immer da war? Oder ist das das Dingens? Komisch. Auf jeden Fall war da... werden wir hier eine kleine Aufnahmepause machen. Ich glaube, wir haben heute genug geschafft. Also einen Bosskampf und den haben wir einigermaßen, ich würde professionell, okay, professionell ist ein bisschen übertrieben, aber den haben wir eigentlich gar nicht mal so schlecht besiegt. Der war auch nicht schwer, ganz ehrlich, wenn man als ich wusste, dass man unter seinen Füßen da so durchschlüpfen konnte, war klar, was man da zu tun hatte. Ich will nur noch mal kurz mit dem Schmied reden, ob man da ob er mir irgendwas erzählt zu den Boss-Seelen. Gut. Waffe verstärken? Ich könnte ja auch meine Waffe verstärken. Wir haben auch... Oh, toll. Wir haben auch dafür alles Nötige. Wir könnten sie auch durchwirken. Dafür haben wir... auf jeden Fall einiges. Aber das ist alles nicht lohnenswert, meiner Meinung nach. Ja, das wissen wir ja schon. Hat der irgendwas noch zu sagen? Hast du noch irgendwas? Ja, das kennen wir schon. Gut. Das heißt, er ist nicht dafür zuständig, unsere Waffen da zu verbessern. Unsere Bosswaffen herzustellen. Was steht denn eigentlich auf der Seele geschrieben? Das kann man eben noch schnell nachschauen. Ach, da. Einer der verdrehten Seelen von Stärke führt. Den können wir benutzen. Der würde uns ein bisschen Seelenpunkte geben, aber ganz ehrlich, ich würde das niemandem empfehlen. Spart euch die Boss-Seelen auf. Das lohnt sich im späteren Spiel. Weil die manchmal dann die Waffen haben, die sie dann im Kampf benutzt haben. Also der hat ja so einen fetten Streitkolben benutzt. Dementsprechend würden wir vielleicht auch so einen fetten Streitkolben bekommen. Man weiß es nicht. So. Upsala. Kann ich mit dir noch reden? Ja. Das war ja nicht mit Absicht, dass ich dich hier so angesprungen habe. Ich habe mich einfach nur gefreut, dich wiederzusehen. Gut, was brauchen wir? Belastbarkeit wäre nicht schlecht. Ich möchte gerne ein bisschen mehr tragen, aber das ist auch alles, was wir machen können. Kondition wäre nicht schlecht. Oh, Ausdauer. Das ist geil. Wir werden richtig viel an Leben dazu gewinnen. Ah, das tut mir im Herzen weh. Aber nur eine Belastbarkeit. Ich glaube nicht, dass das uns irgendwas bringt. Nee. Geh, glaube ich, auf Vitalität. Ein bisschen mehr Leben, das schadet echt nicht. Gerade wenn wir so viel bekommen.
Das lohnt sich. Gut. Dann teleportieren wir uns nochmal zurück. Ja. Wollte ich nicht reisen. Hohe Mauern. Ich frag mich... Ich weiß nicht. Habe ich denn da alles erforscht? Ich weiß, dass da abgeschlossene Teile gibt. Also sprich da, wo man den Schlüssel nicht einsetzen konnte. Und dass es da ein paar Wege gab, die ich nicht benutzen konnte, weil ich einen gewissen Schlüssel nicht hatte. Ich will mal was ausprobieren. Bevor wir eben Schluss machen, das will ich ausprobieren. Weil wir haben ja einen Gefängnisschlüssel bekommen. Ich bin ja immer so ein cooler Typ, der immer ganz weit nach vorn denkt. Und dann im Endeffekt ist das für einen Arsch und bringt eigentlich auch gar nichts. What the fuck is this? Ach, da können wir auch gar nicht rein. Tja. Schade. In dem Sinne, weil da war eine... Ach doch, jetzt können wir rein. Nice. Kann ich das vielleicht mit den Nein, der ist verschlossen. Schade, ich dachte, sonst könnte man vielleicht mit dem Gefängnisschlüssel, das vielleicht aufmachen. Das wäre es dann gewesen. Das wäre cool. Was steht hier sonst so? Versucht springen. Das habe ich versucht. Bringt aber scheinbar gar nichts. Jedenfalls sehr, sehr wenig. Außer es gibt hier einen bestimmten Sprung oder eine bestimmte Stelle, aus der man... Ach ja, das könnte man in der Tat versuchen. Das würde funktionieren. Wenn wir da noch ganz gut zielen, schaffen wir das. Oh, das funktioniert. Ich glaube, das kriegt man hin. Jawohl. Ha, Tatsache. Dreimal Heimatknochen ist gar nicht mal so wenig. Da sieht man es. Also diese Teile da immer durchlesen lohnt sich. Da kriegt man immer coole Zusatzinfo. Sonst hätte ich es niemals ausprobiert. Um ehrlich zu sein. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Ja. Das weiß ich, dass wir da nichts aufbekommen. Weil, das stand, glaube ich, wenn ich letztes Mal richtig gelesen habe, dass es nur von außerhalb geöffnet werden kann. Also bringt uns das rein gar nichts. Ich werde mal versuchen, durch diese kleine Ritze zu gehen. Mal schauen, wo uns das hinführt. Oh ja, da ist noch was. Da ist noch was. Ach, ich erinnere mich an die Kacke. Was war das denn nochmal? Auch eine erste Scherbe. Geil. Wow, das hat sich ja gelohnt. Cool. Illusion voraus. Illusion voraus. Illusion voraus. Ach, da. Tatsache, das hat diesmal funktioniert. Nice. Was haben wir hier so? Irgendwas Interessantes? Eigentlich nicht. Hier ist ja nichts. Also ich könnte nach unten springen und in mein Verderben springen. Aber an diese Tuss erinnere ich mich. Das war im ersten Teil in jedem Teil immer so. Man muss da irgendwas Bestimmtes hinlegen. Ich weiß es gerade gar nicht. Musste man einfach Material... Warte mal, haben wir irgendwas? Ich versuche mal irgendwas hinzuschmeißen. Mal sehen, ob das funktioniert. Bin mir nicht ganz sicher, was das nochmal war. Ich glaube, wenn man den so komische... Wenn ich mich nicht recht täusche, musste man immer den Material oder so hinwerfen. Warte, ich probier's mal. Ich probiere einfach mal irgendwas reinschmeißen. Mal sehen, ob da irgendwas passiert. Kann man das nicht wegschmeißen? Ablegen. Da. Ach ja, gut. Ich verstehe. Also das sind dann, glaube ich, die Materialien, die man hinwerfen wird, werfen muss. Das werden wir nicht machen. Davon haben wir da einfach viel zu wenige. Ich werde mal gucken, wo mich das jetzt noch hinführt. Oh, das ist was Erstaunliches. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich gehe mal in den Zweiermodus. Okay, gut. Ist ja schon auf jeden Fall eine sichere Sache. Silberner Schlangenring. Auf jeden Fall nett. Nett. Der Schlangenring ist... Ey, der Schlangenring ist wirklich gut, wenn ich gerade... Wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, ist der Schlangenring eigentlich wirklich gar nicht so schlecht. Denn, wenn ich mich nicht recht entsinne, war das doch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass man einen besseren Drop und so bekommen hat. Oder mehr Sehen bekommt, oder? Gefallen? Ja, genau, das war's.
Kleine Gegner bringen mehr Seelen. Das ist super. Das ist super awesome. Was nehmen wir? Das hat der. Da hat sich der Ausflug mal gelohnt. Wer hätte das mal gedacht? Das hat sich doch definitiv gelohnt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, wir haben nicht genug, oder? Doch, wir haben genug noch für einen. Wo habe ich denn die ganzen Seelen her? Ist ja auch egal. Ja, Vitalität gibt mal wieder so viel. Das ist immer so verlockend, auf Vitalität zu gehen, aber das kann ich nicht die ganze Zeit bringen. Kondition muss auch gefördert werden und auch Belastbarkeit wäre nicht schlecht. Stärke wäre auch nicht so das Dumme. Verdammte Axt, was nehme ich? Belastbarkeit könnte ich mal nehmen. Ich werde Belastbarkeit nehmen. Einfach, weil ich langsam ein bisschen auch was fürs Gewicht tun muss, damit ich schwerere Rüstung tragen kann. Und damit ich das machen kann, muss ich leider viel auf Belastung gehen. Also sonst funktioniert das nicht. Ich werde mal ganz schnell noch austesten, ob ich vielleicht eine neue Waffe oder so tragen kann. Weil das wäre cool. Oder eine Rüstung. Das ist auf jeden Fall viel zu schwer. 71, das ist viel zu viel. Ja. Das ist über den, was ich... Das ist zu viel. Ich schau mal, ich habe auch noch Beine bekommen. Ob das vielleicht noch machbar wäre? Genau. Nee, da kriege ich auch 71. Das geht nicht. Außer ich mache so eine Kombination aus leicht und ein bisschen schwer. Das würde dann, glaube ich, hinkommen. Das ist so... Na, ich könnte den nehmen. Der gibt mir auch 100% Deckung. Das ist auch super. Komplett Damage abblocken ist auch nicht so dumm. Weil dann wäre ich, glaube ich, in der Lage auch... Ich glaube, ich nehme meinen alten Schild, den ich davor hatte... Und das kombiniere ich dann mit einer Rüstung. Ich glaube, das müsste dann funktionieren, dass ich das dann schaffe. Das müsste klappen, oder? Das ist noch unter 70%, genau. Unter 70% müssen wir bleiben. Dann können wir noch unsere Rüstung und so weiter tragen. Das ist super. Gut. Den kleinen Tausch nehme ich in Kauf. Dann parieren wir halt nicht 100%, aber mein Gott, dann ist das halt so. Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal wieder von Let's Play Dark Souls 3. Wir versuchen mal in den Aufnahmen, oder besser gesagt, außerhalb der Aufnahmen zu schauen, ob ich das vielleicht ein bisschen besser gefixt bekomme mit der Frame. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in der Untotensiedlung. Bis dahin, see ya, Leute. Haha, ich trottel, ich hab vergessen, mein erstes Flakon eben schnell aufzuwerten. Das mache ich eben schnell. So. Jetzt ist alles richtig, jetzt ist alles so, wie wir es haben wollten.